Ja, liebe Lena Sophie, wie schön, dass du dein Trainingsvideo bei FN Level Up eingereicht hast. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Anregungen für die nächsten Wochen mit auf den Weg geben kann, die dich dann deinem Ziel mit deinem Pferd im nächsten Jahr an Dressur Pferdeprüfung der Klasse A teilnehmen zu können, etwas näher bringen. Ja, als erstes vielleicht einfach einmal was zu meinem ersten Eindruck von euch. Ich finde, ihr seid ein sehr sympathisches Paar, passt sehr gut zusammen und ich finde, dass du eine gute Sitzgrundlage hast, mit der man sehr gut arbeiten kann. Allerdings würde ich da auch an dem Sitz gerne einmal anfangen und zwar finde ich, dass du jetzt daran arbeiten müsstest, dich insgesamt etwas mehr aufzurichten. Du könntest zum Beispiel mal dran denken oder dir vorstellen, du wärst eine Marionette. Und dich würde am Helm jemand nach oben ziehen. Das ist so das erste Bild, was man zum Aufrichten des Oberkörpers sich vorstellen kann. Das zweite oder die zweite Idee, die ich meinen Reitschülern immer sage, ist mit dem Gesäß durch die Ellenbogen nach vorne schwingen beim Leichttraben. Und die dritte Idee wäre, stell dir mal vor, dass du mit dem Rücken hinten an eine Wand an dich anlehnen würdest. Wahrscheinlich ist das mit diesem sehr entlastenden Sitz auch dem jungen Pferd zu schulden oder beziehungsweise hast du dich da einfach auf das junge Pferd eingestellt, was auch total richtig ist. Aber jetzt ist der Punkt, an dem du daran arbeiten musst, doch dann dich etwas mehr aufzurichten und dadurch auch mehr auf dein Pferd einwirken zu können. Und in Hinsicht auf die Turniere ist das besonders wichtig, denn wir wissen ja, nur aus einem guten Sitz können auch korrekte Hilfen gegeben werden. Ja, ich finde es sehr schön, dass du deinem vierjährigen Pferd am Anfang eurer Reiteinheit erstmal ein bisschen Zeit lässt, sich auf dich und das Training einzustellen. Auch wenn da die Anlehnung noch mal etwas unruhig ist, bleibst du da ganz entspannt und reitest unbeirrt weiter mit einer feinen Hand. Das gefällt mir sehr gut. Was direkt in den ersten Runden sehr stark auffällt, ist, dass die Stute deinen rechten Schenkel nicht gut genug annimmt und sich deshalb rechts auch deutlich schlechter stellen lässt. Dazu kommt jetzt meine zweite Idee. Ich würde nach einer entspannten Schrittphase, gleich am Anfang der Reiteinheit, würde ich anfangen, dein Pferd im Schenkelweichen zu arbeiten. Da kannst du anfangen, erstmal von der Mittellinie zum Hufschlag. Später, wenn das gut funktioniert, kannst du auch anfangen, an der langen Seite so ein bisschen Viereck verkleinern und vergrößern zu reiten. Das ist am Anfang oft mit den jungen Pferden so ein bisschen schwer, dass die sich von der Bande lösen. Da kannst du sonst auch auf die Viertellinie abwenden und dann von der Viertellinie zur Bande und das dann steigern, also immer vom Leichten zum Schweren, sodass du da einfach gleich am Anfang eurer Reiteinheit merkst, wie reagiert mein Pferd auf meine insbesondere hier Schenkelhilfe, aber dazu gehört natürlich auch die Zügelhilfe. Unser Ziel ist es ja immer, diese diagonale Hilfengebung mit dem inneren Schenkel an den äußeren Zügel zu kommen. Und das kannst du im Schenkelweichen ganz, ganz toll kontrollieren und auch korrigieren. Also wenn das nicht funktioniert, dann kannst du durch mehr Schenkelweichen das auch direkt in den Griff bekommen. So, und damit wäre dann auch, glaube ich, dieses mit der Rechtsstellung relativ schnell in den Griff zu bekommen. Du bist vorhin die Schlangenlinien geritten am Anfang. Das ist eine sehr schöne Lektion. Da musst du auch noch so ein bisschen intensiver gucken, dass du sie wirklich gerade machst, umsitzt, umstellst, den neuen inneren Zügel nachfasst und dann auch wirklich reell mit der Stellung durchkommst. Denn die Stellung ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass die Pferde sich vom äußeren Zügel abstoßen können. So, jetzt sehen wir hier gerade die Galopparbeit. Das macht einen sehr guten Eindruck. Ganz harmonisch, im klaren Dreitakt.
Das gefällt mir gut. Insgesamt finde ich, musst du so ein bisschen frecher werden. Also auch die Übergänge, die du gerade gezeigt hast, die sind fein, aber die könnten noch so ein bisschen energischer von hinten werden, dass wir auf Dauer dazu kommen, dass dein Pferd auch in den Übergängen sich etwas besser selbst trägt und dir nicht zu sehr auf die Vorhand kommt. Immer schön den Galopp mit der inneren Hand oder das Angaloppieren mit der inneren Hand erlauben und weiter treiben in den Übergang. Treib sie in den Trab rein und versuch mal am Sitz und am Schenkel durchzuparieren, dass das Genick auch im Trab dann da bleibt, wo es im Galopp ist und sie dir nicht zu sehr auf die Vorhand kommt. Schön die Hände vorgeben und weiter treiben. Genau. Da wird sie jetzt so ein bisschen unruhig. Das ist vielleicht auch noch eine Kraftgeschichte. Du könntest auch mal versuchen, so ein bisschen das Tempo zu variieren. Mal zwei, drei Galoppsprünge zulegen, dann wieder aufnehmen, dass du immer wieder versuchst, ihr Hinterbein, also den Motor, in Gang zu bekommen und aktiver zu machen. So, und jetzt am Sitz mal versuchen, Bauchnabel einziehen, Pobacken zusammenkneifen, weiter treiben. Die Hände bleiben ganz fein vor dem Sattel über Mähnenkamm und dann treibst du sie in den Trab hinein. Und darfst auch durchaus mal, wenn du dann im Trab bist, mal so ein bisschen an Zulegen denken. So, die Hände bleiben vorne, treib weiter und jetzt leg mal zu, dass du so ein bisschen mehr das Hinterbein aktiviert bekommst. So, da haben wir wieder die Rechtsstellung. Da musst du so ein bisschen mit dem rechten Schenkel versuchen, sie in die Ecke reinzutreiben, um dann mit der Rechtsstellung auch durchkommen zu können. Der rechte Schenkel, der muss da energischer durchkommen. Genau, und jetzt sah man auch wieder dieses sehr Entlastende. Also werd größer, werd stolzer, guck dahin, wo du hinreiten möchtest. Du brauchst dich ja nicht zu verstecken, das machst du alles sehr gut. Und ja, ich glaube, wenn du mit diesem Schenkelweichen anfängst am Anfang deiner Reiteinheit und dann die Übergänge so ein bisschen frecher reitest, wirklich energisch antraben und egal ob in den Schritt oder auch vom Galopp in den Trab, hereintreiben besser am Sitz und am Schenkel, das Genick da halten, wo es auch in der Gangart vorher ist. Und gerne mal, wenn du aus dem Galopp durchpariert bist, zum Trab so ein bisschen zulegen. Also alles etwas mehr nach vorne anlegen, bisschen frecher, das Pferd etwas besser vor den Schenkel, vor deine treibende Hilfe bekommen. Ich glaube, dann seid ihr auf einem sehr guten Weg und dann habt ihr bestimmt noch ganz viel Spaß miteinander. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und du kannst mit den Tipps jetzt etwas weiterarbeiten und die nächsten Wochen etwas gestalten. Das dauert ja immer ein bisschen, wenn man etwas Neues mit dazu nimmt. Achte auf deinen Sitz als allererstes. Richte dich auf, denk daran, als wenn du eine Marionette wärst. Beim Leichttraben das Gesäß durch die Ellenbogen, durch nach vorne schieben. Beim Aussitzen stellst du dir vor, du lehnst dich hinten an eine Wand an. Schenkel weichen, frechere Übergänge und dann wird das. Viel Spaß. Tschüss.